Hallo? Hallo! Hallöchen, gepflegte Freunde! Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte. Ja, Freunde, wir Sonne! Ich bin Gisela und das ist Jackass! Ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Ja! Hallo? Sorry, ich war ein bisschen spät. Das merke ich. Ich ruf deine Eltern an. Sind die nicht Geschwister? Nee. Und deswegen Tequila, Tina, weil du mit dem Tequila angekommen bist. Ganz genau. Und weil ich alle zum Tequila-Trinken animiert habe. Ja. Und auch die trinken mussten, die gar Mama, nicht wollten. Mama, ich mag so kein der Tequila. Tim. Du trinkst das jetzt. Genau. Mama, nein. Du trinkst das. Tim, du führst den Jan in die Drehung. Wie könnte das aussehen? Mach einfach weiter. Also da ist ein Minus, das bleibt. Und ein 48. Oh je, ich hab ganz vergessen, dass ich blond bin. Hört auf zu lachen, die kann nichts dafür. Wer würde eher seinen Ehemann betrügen? Ach, du hast ja gar keinen mehr. Ich krieg immer panische Angst bei sowas, ne? Echt? Ja, okay, einfach stark. Hast du viele Geheimnisse? Eigentlich nicht. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich jetzt schon den Schaden bekomme. Okay. Du bist ein Frauenschläger, der hat mich geschlagen. Du bist keine Frau, du bist ein Gollum. Du erschreckst dich genauso realistisch wie der Tim, wenn ich ihm Mehl ins Gesicht tue. Richtige Hilfe mir, Darsteller. Da steht dann immer noch ein zweiter Stuhl. Und hier steht der Pulle Sekt versteckt. Nein, das ist nicht. Nein, das stimmt nicht. Das war eine optische Täuschung. Ja. Willst du Respekt in deiner Clique? Ja, dann bumms doch mal eine Dicke. So, also ich würde sagen, wir fangen Mathe an. Ich teile euch jetzt mal eure Klausuren aus. Ich bin echt enttäuscht. Ich musste weinen. Ha! Wer würde eher was mit Aaron Troschke anfangen? Heute gibt hier verschiedene Kategorien, ihr könnt ihr hier auch sehen. Ladet euch die ab runter, es macht Spaß. Genau, Leute. Tut es und mehr kommentieren, das macht viel Freude. Infobox, Link hier unten. Sind die YouTube-Einnahmen versteuert? Ja, natürlich sind sie das. Auf jeden Fall von vorne. An waren sie versteuert. Warum schreibst du das jetzt? Alles versteuert. Das klingt wie auswendig gelernt. Das doch nicht. Wissen Sie, wie viel der in der 60er-Zone fährt? Entschuldigung, ich werde hier gerade bedrängt. Ich suche mir gleich jemanden aus, der das mal an der Tafel vorrechnen möchte. Walla, ich kann das selber nicht. Wer würde eher Stripper werden? Stripper? Stripper. Ich will aber nicht Stripper werden. Ja, ich kann gar nicht tanzen. Dich will auch keiner sehen. Konzentrier dich auf ihn. Und guck mal hier. Ja, süß. Der Blick. Guck mal, der Jan ist ganz verliebt. Wer würde eher wegen seinem Sohn auswandern? Ich würde mit dir auswandern. Das will ich nicht. Jetzt beweg deinen Arsch hier rein. Stell dich mal bitte hin, ich muss da gerade von der Höhe gucken. Ja? Das ist perfekt. Jan? Das sieht richtig gruselig aus. Also wenn ich ein Tor aufmache, und ich gehe und dann innen rein. Gehst du durch das Tor durch. Sie ist am Öffnen. Ich habe ihre Körpermasse versperrt, den Tor. Am Max und die wilde 7 hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, ich habe den auch schon mal gesehen. Also das ist echt ziemlich fresh. Aufmache und er darf durch. Ja. Sehr gut. Kannst du mal, ist die Hand gerade verdreht? Macht das aua? Kannst du mit dem Daumen los? Aua, aua, aua. Mit dem Daumen los. Hey, mir ist immer noch schlecht und ich kämpfe gegen's Kotzen an und Gisela nervt mich. Nee, und du bist eher auf die Roten fixiert. Dann müssen wir einfach eine Beziehung ja, anfangen. Genau. Hätte ich auch eine rote. Nee. Ich hab schon gesagt, ganz am Anfang im ersten Video, wo ich war, hab schon gesagt, ich hätte nichts dagegen. Willst du etwa einen Spacko zum Schwiegersohn? Machst du nur Videos wie Jan und Tim für Fame? Nein. Nein, natürlich. Nein. Ihr seid wirklich richtig sympathische Leute. Aha, ich wusste es. Wir finden dich auch ziemlich nett. Du bist ganz okay. Direkt nochmal umziehen dieses Jahr, oder? Ja.
Niemals. Ich hatte schon eine. Hallo Jan, hallo. Als Nachbarin, das reicht, das genügt, Tim. Es genügt. Glaube ich. Hör auf rumzuschreien, sonst kriegst du eine Zuhälterschelle. Wir können auch gleich mal die Rollen tauschen, Jan. Ja, dann führ du mich. Auf alle Viere. Das gehört nicht zum Tanz dazu. Brauchen wir nur Videos mit Rock for Fame? Ja, nein. Nein, natürlich nicht. Wir haben den schon längst überholt, Abo-mäßig. Wissen wir denn irgendwas über den neuen von den Lochis? Nee, glaubst du, mich juckt das? Mach also, den heimlich, Herr Christel. Wir haben das mittlerste Bundesland Sachsen-Anhalt uns ausgesucht. Und aus welchem Grund habt ihr euch genau dafür entschieden? Weil Karin Ritter daherkommt. Ja. Naja, ich bin ja nicht von gestern, ne? Du bist aus der Vorkriegszeit. So siehst du auch aus. Dankeschön. Gerne. Geh, so, warte, läuft wieder, mal neu rein. Ja, dann bin ich wieder hier und wir gehen wieder rein. So, und ich glaube bei der letzten Roomtour... Ich komm noch mal rein, damit es authentischer aussieht. So, ich war draußen. Das Kamera-Akku ist leer. Das könnte ja auch richtig verstören, das Spielzeug rein, oder? Also ist irgendwie verstörend, wahrscheinlich kann man... Oh! Oh, 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 nein, nein, nein. Sehr gut gemacht. Dankeschön. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ruhe bitte. Benimm dich. Hiermit taufe ich dich im Namen des Heiligen Sohnes und des Vaters. Zum was denn? Zum Klospüler des Jahrtausends. Hast du jemals einem Teammitglied von Team Bro Geld geklaut? Nein. Hab ich wirklich nicht. Das ging, ne? Du hast es wohl getan, da kommt der Pole in dir durch. Ja. Zieh die Hand auf den Rücken. Auf den Rücken. Und so? Ja, und so haben sich früher die Leute bewegt. Kein Wunder, dass wir den Krieg verloren haben. Der würde eher enterbt werden. Ich bin alleiniger Erbe von meinem Vater, weil keine Geschwister und Scheidungskind. Aber die Lampen sind neu. Alter! Ja. Hast du mir Geld? Ja, ein Weichmacher. Ich hätte gerne, guck mal, dass das Tor aufgeht wieder. Ich öffne das Tor gewaltsam. Für alle Muschis, die keinen Finger hatten, schreibt doch mit eurem Stift. Das ist Philosophieunterricht. Ihr dürft über die Aussage nachdenken. Hat Tim sein Abitur wirklich gekauft? Nein, hat er nicht. Seine Mutter hat ihn gekauft. Ah, das ist die ganze Zeit. Nein, ich weiß, dass du es ja gemacht hast. Hallo? Da würde ich jetzt auch nicht alles glauben. Ah ja, der war auch in der Behindertenschule. Guck mal, Gisela kann tanzen. Wer würde eher sein Kind verkaufen? Nein. Doch beide für einen Nein. Euro. Nein. Ich hab gesagt, Nein. ja. Nein. Für eine Flasche Rotkäppchen hätte ich mich in die Klappe gestellt. Ich würde ja auch meine Mutter verkaufen. Für eine Flasche Rotkäppchen. Für Werbezwecke. Für Werbezwecke. Mal kurz eine Frage. Ja. Sie haben nicht zufällig... Krass! Da musst du schon zurück nach China fahren. Jetzt drüber, über ihn drüber. Ich mache ihn orientierungslos. Ich mache ihn orientierungslos. Mann! Ich will tanzen. Alter, mein Kreislauf. Ich hab noch nichts gegessen heute. Echt? Nee. Gott sei Dank, da war ja alles voll. Du musst die alle kopieren. Finanzamt. Dass du sowas weißt, das wundert mich. Du bist blond und eine Frau, das ist wie schwerbehindert sein. Und du hast mehr Zeit vom Spiegel als in der Schule verbracht. Sieh aus wie ein Malermeister. Du siehst aus wie ein Mann. Hast du je einen One-Night-Stand bereut? Ja. Das Bootshaus, die Karneval. Alles. Ekelhaft, ich will nicht wissen, was du dir da eingefallen hast. Du bückst dich jetzt. Das war der Deal. Du kriegst von mir ein Bier und du gibst dafür Arsch. Was? Aua! Mama, die Jan will mich bumsen. Nein! Nein! Ich knall jetzt deinen Sohn.
Es macht auf jeden Fall trotz Corona Spaß, wieder ins Kino zu gehen, deswegen macht das auf jeden Fall mal wieder häufiger. Wir werden es jetzt, denke ich, auch wieder häufiger machen. Der Film war sehr gut. Das glaube ich eher nicht, aber sag das besser mal. Herrlich! Ich beende den Unterricht. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Bitte schöne Bewertung machen, wir sind glücklich.